Hallo, hier bin ich wieder, euer Gesundheitsinspektor bei Weltkompakt. Ich kontrolliere regelmäßig die gesundheitliche Verfassung der Redaktion und heute Morgen habe ich selber gemerkt, wir Volontäre, wir sind jung, wir feiern auch mal gerne, aber wie sieht das mit den Kalorien aus, die da bei jedem Pilz und so weggehen? Ich frage jetzt mal die Kollegen, ob sie sich da überhaupt dieser Gefahr bewusst sind. Daniel Müller, dein Lieblingsgetränk? Pilz. Pilz, du weißt, das hat 300 Milliliter 130 Kilokalorien. Was sagst du dazu? Das ist mir ehrlich gesagt egal. Machst du irgendwie Sport, um das wieder abzubauen? Auf gar keinen Fall. Hallo. Ein Bier oder auch ein Cuba Libre, das ist schon ein halber Big Mac. Bist du dir eigentlich bewusst, was da so alles reinläuft? Ja, bin ich mir bewusst und ich finde, das ist jeder Tropfen wert, denn wir haben hier im Moment keine Zeit zur Mittagspause oder zur Abendpause oder sonst was. Wir sitzen eben den ganzen Tag hier und können sowieso nichts essen. Das heißt, wir können dann abends Bier trinken und kommen dann gerade so netto auf null raus. Aber was ist mit den Vitaminen? Die sind im Bier jetzt nicht so wirklich dabei. Meinst du, das ist gesund? Nee, ist bestimmt nicht gesund, aber ich müsste mehr Vitamine zu mir nehmen. Ich arbeite daran. Du wärst also auch mit einer Gemüsediät, die ich dir verordne, einverstanden? Nein. Dörte Apel trinkt gerne? Ab und zu ein Gläschen Rotwein. Hast du eine Ahnung, wie viele Kilokalorien das sind pro Glas? Nee, möchte ich auch gar nicht wissen, Hans. Erst zwei Kölsch, dann zwei Schnaps, dann zwei Kölsch, dann zwei Schnaps, dann zwei Kölsch. Ich tanze wie ein wild gewordener Derwisch. Guck mal, erstens bin ich glücklich verliebt, der ganze Zeit. Und zweitens, guck mal hier, gesund. Paprika. Lecker. Wir werden trotzdem gleich noch auf Sie zurückkommen und mit dir einige Fitnessübungen machen, das muss sein. Nee, das ist bestimmt nicht. Wir können gleich Bier trinken gehen, Hans. Ich muss sagen, ich bin schockiert. Einige Damen und Herren wissen hier diese Gefahr, sie machen auch Sport, aber andere, die kümmert das nun mal gar nicht. Ich werde jetzt als nächstes zum Betriebsrat laufen, mich für Betriebssport einsetzen und dann werde ich in den Schlendrianen mal ordentlich für Ordnung sorgen bei denen. Birnen, Schnaps und Apfelwein, wir tun wirklich alles rein. Whisky süß und Whisky sauer, Hauptsache wir werden blauer. Ramazzotti, Ratzeputz und ne Buddel rum. Gin, Campari, Grand Marnier, endlich tut der Schädel weh. Mit Dornkraut und Maria Kron ins Delirium. Klosterfrau, Melissengeist oder wie der Stoff sonst heißt. König, Wasser, Pitralon, wir rülpsen nicht, wir kotzen schon. Wir haben Grund zum Reiern, zerfrisst uns auch die Därme, schenkt es uns doch Wärme. Wir haben Grund zum Feiern, unser letzter Wille immer mehr.